kann nichts sehen und es wird geschossen. Einen überfahren. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Wir spielen heute wieder eine Runde H1Z1 Battle Royale zusammen mit I4, Ich Natz Dich, Bayerwald und Hiro. Und ich flieg direkt rüber zur Villa. Ihr könnt unten an Sims landen. Welcher Pfeil bist du denn, ey? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin hinter dir. Sims. Ah, Sims, das ist dieser. Dieses blaue Dach. Ich komm mit. Ich flieg Fresh, du pfeifst Richtung Nordwesten. Ja, ja. Genau, da bin ich hinter dir. Passt. Oh, ihr seid. Oh, ich gehe nämlich dann zur Villa, weil dann habe ich ein Auto und so. Wir müssen aber aufpassen, weil bei Sims. Ja, dann kommt mit Richtung Villa. Das können wir auch machen. Nö, ich lande bei den Wohnwegen. Okay. Wer von euch ist denn jetzt an einem Supermarkt, ja? Beim Supermarkt sind zwei Fremde. Ja, und ein Pfeil war da auch. Dann war das I4, der ein bisschen nach rechts dann abgedriftet ist. Ich bin bei den Wohnwegen daneben. Ich bin C3 gelandet, ein Stück hinter dir. Gleich mal zwei First Aid Kits. Wieso ist denn er so lahm? Ich komme gar nicht vorwärts mit dem Ding. Ich bin immer noch nicht gelandet. So, jetzt. Oh, jetzt habe ich wenigstens wieder FPS. Das passt. Einer ist jetzt schon zu Tode gefallen. Hatte der keinen Fallschirm oder was? Kann man den irgendwie abwerfen? Hat einfach abgeschnitten mit einer Schere. Ja. Ich muss mal. Wie ging das denn nochmal alles hier? Lass dich runter, ja. Einfach Richtung Nordwesten, ne, Bayer? Nordwesten? Also so halb über den Hügel drüber, oder? Naja. Wo seid ihr denn? Wir machen uns auf Richtung Villa von diesem. Bin jetzt D4. Bürgermeister oder so. Da musst du, müsst irgendwo wahrscheinlich I4 und Hiro bei dir in der Nähe sein. Also ich laufe gerade in die Straße hoch Richtung Supermarkt. Pass auf, da sind wahrscheinlich welche, ne? Ja, da sind welche drin, ne? Ihr habt gesagt Nordwesten? Ja. Okay, dann renne ich einfach jetzt in den Wald. Quasi, wenn du auf der Map guckst, Richtung B2 rennen wir. B2 oben quasi. B2. Alter, ich bin so scheiße weit hinten gelandet. Erinnerst du dich noch, dass Schneckball mal gesagt hat, sie hätte irgendein Gefängnis oder so gesehen? Nee. Dass sie als Base haben wollte, die ganze Zeit immer? Ja, ja doch. Sie hat ja immer von der Villa gesprochen, oder? Nee, sie meinte ja, Gefängnis, glaube ich, oder? Achso. Aber das ist quasi da, das ist die Villa quasi. Ja, das ist Bürgermeister-Villa oder Governors-Villa. Ja. Das haben wir ja nie gefunden und dann haben wir das auf einmal wieder gefunden. Ich glaube, ich bin der Letzte von uns. Ich bin unten bei D4. Ich bin bei D3. Ach Gott, wie weit ist denn die weg? Ich bin auch bei D3. Ja, muss ganzes Stück laufen, ich bin jetzt gleich da. Nimm unten ein Auto mit, wenn da eins steht und fahr dann hoch einfach, weil ich keinen Bock hab zu laufen. Ja. Kann ich verstehen. Ich bin mal gespannt eben, nachdem sie jetzt vorgestellt haben, dass es irgendwie eine neue Map geben soll, komplett überarbeitet, bin ich echt gespannt. Ja. Die wollen ja auch, glaube ich, was ich gestern auch noch rausgehört habe, irgendeinen See machen und bei der Governors Villa oder sowas, die soll ja auf einer Insel in dem See dann sein. Okay. Also. Ja, aber sie machen keine größere Map, was ich wieder schade finde. Bisschen größer, also... Die Frage ist, wofür größer? Für Battle Royale größer wäre nicht gut, glaube ich. Ja. Übrigens, einen Tipp Fall hat er gestern gegeben, diese Büsche, in denen wir uns immer verstecken, ab einer bestimmten Render-Distanz, die spawnen. Ja, ja. Die, ja, ja. Du siehst den sitzen da. Aber nur diese schönen buschigen. Die Bärenbüsche, die bleiben. Genau, aber die anderen nicht. Ja. Wobei, wenn ich jetzt so schaue, auf meiner Render-Distanz sind die da. Ja, wer weiß, auf was du deine Render-Distanz hast. Also ich bin oben an der Villa. Wie du. Ich komme jetzt zur Villa, ja. Okay, na, ich bin bei Sims an der Seite der Straße, wo diese Büsche sind. Ich bin noch nicht mal bei Sims, glaube, Fresh weiß, wo das ist. Ich habe wenigstens jetzt schon mal eine AR-15 gefunden. Ja, ich habe auch eine AR. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie seid ihr, ey? Ich renne hier durch den Wald, ey. Was lootet ihr denn da? Ich bin jetzt auch bei D3. Fresh, bist du hinten bei den Gebäuden? Oder nee, ich bin unten gerade im Keller. Hab die AK aufgehoben, die hier liegt. Also, ich komme auch gleich. Also ich brauche noch ein bisschen, bis ich da bin. Hier ist aber nicht viel diesmal. Das, also Pistols liegen hier noch. Ich guck grad mal oben. Ja, zumindest ein bisschen was am Waffen wäre nicht schlecht. Jo, bist du immer noch D3 oder wo bist du jetzt? Nee, ich bin bei C2. Du Scheiße, bist da hinten rübergelaufen, okay.
Ja, ist doch richtig. B2, oder nicht? Na, ja, B2 ist angepeilt. Das jetzt nur noch Richtung Norden. Ja, zumindest ich glaube jetzt mal bei Zims rein, weil die sind alle raus. Hier oben, ja, ich bin jetzt auch gleich bei hier oben liegt noch eine Shotgun und eine AR. Ich kann nicht so viel mitnehmen. What? Ja, ich komme. Ich nehme die Shotgun und die AR. Hier stehen zwei Autos vor der Haustür. Und eine AK liegt hier auch noch für euch. Oh, eine AK hätte ich mal gern ausprobiert, ja. Warte, ja, ich hier denn, warte dann ja, eben auf mich. Ich komm, nimm nicht alles, damit Hiro auch noch gleich was hat, wenn ist er da ist. Wo, oder was? Wo ist die AK? Ja, ich oben rechts gegenüber. Ja. Ich geh mal hinten noch gucken, was da noch steht. In Richtung Osten gelaufen. Also okay, hinten ist kein Auto. Richtung Westen läuft. Nee, ich komme aus Richtung Süden hoch. Okay, passt. Nehmen die Magnum hier noch mit? Na, lass Hiro noch irgendwas übrig, wenn er gleich da ist. Ja, ich bin jetzt gleich vorne an der Tankstelle. Ihr seid schon alle da, oder was? Nee, die I4 und I4 und Alex sind woanders. Da ist er ja, der I4. Genau, weil die sind dort nach hinten gelaufen. So Richtung Nordost-Rucksack oder sowas? Keine Ahnung, ich hab einen, aber mehr nicht. Ja, zwei Pistolen, aber sonst gut, hab ich auch. Also ich glaube auch nicht, dass wir vielleicht sonst hier mehr finden werden, weil drei Leute hier waren. Ja, dann wirst du hier wohl... sind genügend Waffen. Wenn ihr welche. Wer ja, Pistols sind hier größtenteils. Hiro also kommt hier. Hier liegen noch Pfeil und Bogen liegen hier noch rum auf jeden Fall. Irgendeine Handgranate? Ach, was hast du da auf dem. Ach, du hast die AK auf dem Rücken und eine AR hast du auch noch gefunden. Hä, wie kann ich jetzt in C1 landen? Du musst jetzt westlich und bisschen südlich dann. Ah, hier ist ein Rucksack. Gut. Ich hab mal Rucksack. Bist du noch hier drinne? Ich bin noch drin, ja. Also hier ist nochmal viel. Jetzt wird mir gerade bei Steam geschrieben. Oh, der Kreis ist da. Ja, ich kann dich eben abholen, damit du hier noch looten kannst, wenn du willst. Okay, na, wir müssen dann eh Richtung Süden laufen. Wer kommt denn mit dem Auto? Ich fahr mit dem Auto kurz Zero abholen. Aber weit müssen wir nicht in Richtung Süden laufen. Nö. Ja, das geht. Was hier sind noch genügend C1 bist du, ne? Ja, ich renne jetzt West-Südwest, also so ein bisschen schräg. Was hier liegt noch eine AR, eine Schrotflinte? Ich bin hier für Munition. Ach, da hinten ist ein Haus, ein dickes, eine Halle oder so. Ah, ja, da. Da kommst du an, okay. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht. Ich seh dein Pfeil. Ich seh deinen noch nicht. Glaube ich. Verschwindet. Ich fahr einfach mal. Ein bisschen weiter nach links musst du. Ach, hier, hinter den Hügel wahrscheinlich. Da jetzt fast das Auto überschlagen. Vielleicht könnt ihr uns ja bei Teams abholen. Wo bist denn du? Das wäre eine Maßnahme. Links von dir jetzt. Ja, hallo. Ich sehe dich nicht, aber steig einfach ein. Ach du da! Du siehst mich. Aber steig einfach ein. Na ja, komm. Dann fahre ich dich noch eben zur Villa. Es liegen auch nur Pistolen rum. Damit du noch da deinen Loot mitnehmen kannst. Was Bayer dir netterweise übrig gelassen hat. Ja, ich habe ihn übrig gelassen. Also ein bisschen Munition habe ich noch gefunden. Na, er müsste da noch liegen und eine Shotgun. Ja, da liegen auch noch Pistols oder sowas rum. Na, Pistols kannst du auch liegen lassen. Ach, das ist natürlich echt eine geile Festung. Das wäre mal geil gewesen für so eine große Gruppe. Ey. Mit einer fetten Einfahrt. Und hier kommt auch keiner hin, ne? Ja. Ja, eben. Also Garage ist nix. Jetzt gehe ich mal in die Küche noch. Auch hier oben noch genug Platz. Ach, nee, hier war ich aber schon mal. Hier bin ich schon mal verreckt. Ja, ja. Hier waren wir schon öfter, weil wir schon Autos herin im Haus geparkt haben früher. So, dann steig mal aus. Danke, Fahrservice Fresh ist wieder unterwegs. Genau, hier drin. Nee, wir warten bei Sims bei euch. Hier liegt Shotgun und hier liegt... Die Frage ist, wollen wir uns oben im Wald verstecken oder wo wollen wir hin? Hiro, wo bist du hin? Im Grunde reicht es eigentlich hier oben. Ah, okay. Shotgun, ja, meine ich ja. Steigt dann in den rechten Pickup ein, sobald ihr da fertig seid im Haus. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr kommen, die nach Sims wollen. So Muni brauche ich sonst nicht, oder? Da, diese Büsche hier, die müssen... Im Auto ist, was ist, die Knarre besser im Auto, AR oder was? AR ist mehr Schuss, ne? Brauchen wir noch eine Machete oder so ein Schuss? Nee. Komm einfach zum Auto. Die AK hat auf. Okay. Immer die Wumpe. Damit wir fahren können, die anderen schnell abholen. Ich soll hinten einsteigen. Ja. Geht leider nicht anders. Die anderen beiden kommen auch zu dir. Ach so, geht jetzt mehrere. Ja, fünf. Ja, fünf gehen jetzt. Geil, also. Pro Auto, das ist so, cool. So, dann equip ich mich jetzt mal hier kurz. Ich habe jetzt Zeit. Ja. Nur du kannst nicht irgendwie noch was kaputt machen oder so. Oder was craften, das geht hinten halt nicht. Erstmal alle Knarren durchladen. Hab ich auch. Ich hab Molotov, ich hab ne Smoke Grenade und ich hab ne Gasgranate. Ich hab zwei AKs und Bayer ist ausgestiegen. Stopp. Was? Ich hab nur Pistolen. Ich hab den MG gemacht. Ich hab zwei AKs und eine AR.
Gut, gut, dass keiner da war. Ich hab den MG gemacht. Das Gas kommt, seht zu, dass ihr hierher kommt. Ja, C2 Krane. Wo seid ihr bei Sims? Ja, oben an der, auf dem Wall drauf. Oh, Stein. Ist aber fresh, du Blindgänger. Ja, was ich kommt der Steiner wie aus dem. Okay, hier hoch, das wird schwer. Es geht, gib Gummi. Geht doch hier glatt hoch. An der Seite geht's steil runter. Hiro sieht das nicht, alles gut. Ja, schade. Oh, ist lebensgefährlich hier, was der macht. Baum! Wo? Loch, Felsen, Hügel, Hase. Was noch alles? Von über 100 Spielern sind nur noch 39 da. Ja, das ist geil. Welche Position habt ihr? D3, oder? D3. Ja, wir sind genau bei Teams, was ihr bei dem Hügel hier. Naja, ich komm. Ich sehe euch. Ja, ich dich nicht. Ich hab den Pfeil gesehen. Jetzt. Was scheint schneller zu sein, so eine Runde, ne, oder? Ah, da vorne. Ja. Ah, jetzt sehe ich den Pfeil auch. Ja. Ich sehe nichts, ich sehe nur hinten alles. Wir werden nicht verfolgt. Das ist gut. Ich habe leider nur 60 Schuss für die Knarre hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Runter, Pleasant Valley. D3 einmal durchfahren. Hä? Hallo? D3 sind wir doch nicht gut. C3. C3 wäre genau der obere Rand. C4 ist der obere Rand. Ja, C3, C4 ja. Übergang, ja. Aber so ein Pickup hat natürlich einen Vorteil. Jetzt können alle 5 Leute schießen. Ja, 4. Nee, 5. Ich kann nicht schießen aus dem Auto. Also. Achso, ja, okay. Kann nicht ja, so Drive-By-mäßig. Nicht, dass ich den. Wir sitzen hinten von euch. Die also I4 und Denks sitzen. Auf der Ladefläche. Ja, cool, ja, ich sitze links von dir. Seitdem, dass das Ding immer rumbackt innen, ist das recht cool. Fahren wir einmal durch Pleasant oder was? Was machen wir? Ah, ja, können wir auch machen. Ist ja, war geschossen. Ich alle direkt voll erschreckt. Ja, Scheiß. Wollte die 45 nochmal ausprobieren. Wisst ihr, ich wollte schon sagen, ja, fahren wir durch Pleasant Valley, was kann schon passieren? Auf einmal. Ja. Ich dachte schon, da lag irgendwo einer. Aber mittlerweile müssen wir schon wieder in der Safe Zone sein. Ja, wir sind in der Safe Zone. Ist, ne? Und eine Ego-Perspektive ist hinten drauf. Nee. Echt? Bei dir noch oder was? Bei mir nicht mehr. Also ja, im Auto zittert. Zittert total. Mhm. Okay. Und bei mir nicht? Echt? Wahrscheinlich nur deine Position. Ja, Egos Perspektive spiele ich ja auch nicht. Ja, aber die Magnum hat nur ordentlichen Bums. Das auf jeden Fall. Ja, und so. Ja, ein V8 Big Block. Wir betreten jetzt Pleasant Valley. Ja, und gleich sind wir alle tot. Wolltest du knutschen? Ja, nein. So, auf der rechten das Seite sehen Sie die Feuerwehrwache. Genau, da sitzt mit Sicherheit. Auf der linken drin. Seite ein Supermarkt. Ja. Romeros, da sitzen sie bestimmt auch drin. Wir explodieren bestimmt gleich. Zack, explodiert. Hier links Express-Döner. Mhm. Rechts hier Ikea, leider geschlossen heute, weil Feiertag. Aber Hot Dogs kriegt man trotzdem. Hier rechts Loot Airdrop. Da vorne Polizeiauto, das quer steht. Das stand auch der Airdrop bei der Polizei. Und Jet. Oh, und Schüsse auf uns. Wurde jemand getroffen? Ich nicht. Ich sehe das gar nicht. Unten rechts steht da, dass du blutest oder nicht? Oh shit, nee, sehe ich gar nicht. Wie macht Blenden einfach mal ein? Geht gerade nicht. Dann H. Ah, okay. Ja, nee, doch nicht. 100, okay. Gut. Ja, 100, da musst du ja. Nee, der hat daneben geschossen, der Pimp. Nee, war das Auto mit 90. Ja. Ja, Auto hatte vorher schon 90. Bin ich irgendwo gegengefahren. Gehört, ja, das war der Stein. Ja, kann sein. Wohnwagen-Dinger, hier sitzt bestimmt auch einer. Mit Sicherheit. Ja, ich will hoch Richtung Militärbasis. Wir sind ja jetzt C6. So darüber. Aha. Ja, wir sind ja eigentlich mittendrin. Ja, oder? Wir sind safe auf jeden Fall. Aber du hast ja die Military Base noch nicht gesehen, von daher. Das ist auch komplett neu. Oh Gott, Junge, du fährst einen Stiefel zusammen. Überall hört man nur Glas splittern, ey. Muss sein, ne? Muss sein. Zu fünft im Auto, ja. Mann, Mann, Mann. Hatten wir auch selten bisher, Leben. Oder? Hatten wir das schon mal zu fünft im Auto? Ja. Ja, Polizeiauto.
Ja. G aus. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weil normal kratzt da immer irgendwer ab. Ja, MG im meisten Fall. Neue Safe Zone ist da. Okay. Ja, ich zeig Hiro kurz die Military Base und fahr dann wieder runter. Ne? Aber er ist ein bisschen zu stürmisch. So ein bisschen hibbelig. Wer? MG. Den Grüßer war schön auf dem Wege. Der jagt irgendwelche Pfeile durch irgendwelche Kneipen, oder? Ja, der ist beim Dartturnier. Wollte er, glaube ich, Dartturnier oder irgendwas. Ja. Aber wir haben gar nicht mehr so viel Sprit, ja. Fahren wir doch nicht zur Military Base. Ich schau, was wir nächstes Mal an. Ja. Ach, da sehe ich wenigstens den Aussichtsturm da. Ja, Aussichtsturm. Wenn ich nutze, dich kack, wenn er. Das war ja so witzig, dachte am Anfang Fresh, das wäre schon die Military Base. Ja, ja. Beim ersten Mal so I4 erzählt so, ja, da ist eine Military Base B5, weißt du? Obwohl die B4 ist eigentlich, aber er sagt so B5. Ich sehe so den Tower und denke, okay, Military Base, fahre ich wieder zurück. Na, ist ein bisschen langweilig hier. Ab hier sind wir safe. Ja, ja, hier sind wir safe. Können wir hier stehen bleiben und eine Runde parken? Ja, wir fahren hier rechts in die Büsche erstmal gucken. Genau, grillen heißt. Und stell uns nicht wieder in die Flugbahn der Bomben, ey. Genau. Das muss man halt auch timen, ne? Da muss das Timing genau stimmen. Ja, man muss genau in dem Moment einsteigen ins Auto, wenn einem Bomben auf den Kopf fallen. Super. Ich gehe mir mal die Beine vertreten. Ja. Erstmal Auto locken, damit keiner mehr einsteigen kann. Ja, wie willst du die Ladefläche locken, ey? Ja, ich kann doch einfach wegfahren, dann seid ihr tot. Das ist echt buggy jetzt. Mit der Ladefläche. Was dann? Dass man die locken kann. Wie willst du das machen, dass du keiner draufsetzt? Keine Ahnung. Ja. Aber hat funktioniert. Aber hier hinten ist gefährlich. Was hat ein Eifi für eine Knarre? Erstmal ein paar B. M9. Das ist doch hier Spielzeug, guck mal. Das ist eine Knarre. Ja. Ja, warte, I4. I4, steig mal aus. I4, steig mal aus. I4, steig aus. Brauchst du Feuer für Zigarette? Ich hab ne Molotow. I4. Ich hab ne Gasgranate. Nimm das, was im Busch liegt. Nimm das, was im Busch liegt. Oh! Was, hat jemand noch... Ja. Sag schon, AR-Munition für mich, die er nicht braucht. Ich habe leider selber nur die. Ah ja, habe ich auch nur das, was ich habe. Ich habe 5 AR zusätzlich. Okay. Nee, dann lass, ich habe 60 Schuss. Muss reichen. Und jetzt wieder das Warten. Jetzt kommt wieder das Flugzeug und ich krieg schon wieder Angst. Das ist aber ein Airdrop-Flugzeug. Ja, das hast du letztes Mal auch gesagt, bevor uns die Bomben verfehlt haben. Das hört man doch, dass das ein Erdog ist. Kopfschuss, Alter. Ich würde so lachen, wenn jetzt einer kommt und euch alle abknallt. So schön mit der Sniper einen nach dem anderen wegholen. Genau, weg ist Sniper, da ist. Nutze mal die Chance und. Oh, Beifahrer. Hero als Beifahrer, ja. Ist schlimmer als eine Frau. Immer am Motzen, ne? Immer am Motzen. Ja, eben, und die ganze Zeit seit Tage, weißt du? Wie fährst du denn? Greift immer ins Lenkrad und so. Ach, der hat hier. Nazi hat einen UN-Helmschein. Ist der einzige, der einen Helm aufhat. Hab ich nicht auch einen Helm? Ja, du schon, aber. Aber ich hab den falschen Helm. Ein Helm, der hilft. Naja, ich hab den falschen Helm. Ich nicht, ich hab schöne schwarze Haare, guck. Ja, ich hatte Glück gehabt. Hatte ich früher auch mal. Eifi, weißt du noch die Position, wo wir das eine Mal gelandet sind, wo uns der Typ mit der Axt verfolgt hat? Da bin ich vorhin gelandet. Oh ja. wo du dann 2 mit dem Messer geholt hast. Ja, genau. Was? Ja, die 2 mit dem Messer habe ich aber bei Zips. Wir können hier stehen bleiben. Echt? Wie geil ist das denn, Alter? Pleasant Valley ist raus. Das sollte jetzt ein paar Tote geben, hoffentlich. Was soll Tote geben? Pleasant Valley ist raus. Draußen ist? Ja. Ich sag's doch, die End. Safe Zone wird wieder bei Punkt. Jo, jetzt bewegen sie sich. Jetzt siehst du da oben, wie oben. Zack, zack, zack. Oh, ja, jetzt aber. Der Dina ist auch dabei, Shai. Dina. Amazing Potato. Was ist da los, ne? Mama Björn. Eieiei. 26. Da hat sich nochmal einige zerlegt, gerade. Ja, die haben sich einmal in ihren Häusern da bewegt und dann, ciao. Die anderen haben gewartet. Da gab es halt welche auf die Schnauze. Ja, eben, kann ja passieren.
Aber man kann mit der AK muss ich bloß draufdrücken. Nee, im Chat kann man nicht. Leider. Schade. AK nur draufdrücken, ja. Einfach draufhalten, ja. Einmal nur, nicht öfter. I4 schau mich mal an. Guck mal lieber, dass hier keiner kommt. Vielleicht kommt eine Bombe von oben. Nee, glaube ich nicht. Ich kann nicht nach oben gucken. Nee, der ist weiter rechts. Der Bimmel ist kaputt. Oh, jetzt kommt mir der Flugzeug. Ja, das Flugzeug ist da hinten. Südöstlich, was? Der Bimmel ist kaputt. Nee, Bimmel hat jemand kaputt gemacht. Achso, nix, Kabimmel, Kababbel, oh, Kabum. Was war das denn? Schlagt ihr euch da, oder was? Ja. Ich hab hier aufs Armaturenbrett gehauen. Warum machst du das? Das Auto nicht kaputt. War irgendwie lustig. Weil er Langeweile hat. Du hast 2% Schaden mehr. Jetzt. Hat echt? Ohne Witz. Ja, so 2% Schaden hat und auch 80. Zwei Schläge. Von was 90? 100 Schläge ist das Auto, explodiert ein Auto, Alter. Ja, du aber musst da mal auch ausprobieren. In real life. Das war noch Zeit, wo du so 100 mit Pfeil und Bogen zerstören konnte. Oh, mit zwei Stück oder so, ne? Ja. Genau. War direkt vorbei. So, ja. Scheiße, schon einmal getroffen, wir müssen hier weg. Ja, stimmt. Vor allem in real life ist das ja auch so. Gell? Ja, mit Pfeil und Bogen machst du. Und das den nächsten dahin. Oh, der macht Double-Kill. Double-Kill macht er. Komm, bitte, das hätte man ja auch streamen können eigentlich, ne? Nee, Stream ist uncool. Komm, den Twitch-TV-Keller, den holen wir uns. Und dann rufen wir ganz laut. Aber nicht Trash-Files. Ja, oder so. Schau mal vor, wenn die anfangen, hier so Werbeflugzeuge einzusetzen. Also. Ich würde direkt 100 Stück bestellen. Mit so einer Fahne hin. Abonniert Trash-Files. Ja, jeder dann, weißt du, einmal durchs ganze Team. Dann kommen da so 500 Flugzeuge auf dich zugeflogen. Ja, genau. Alle mit Bomben. Crashen eh nicht rein. Abonniere! Immerhin mit Nachdruck, ne? Also definitiv. Ja, eben. Jetzt kommt erstmal wieder das Gas. Guerilla-Marketing. Dann werden noch ein paar sterben, hoffentlich im Pleasant Valley, weil die jetzt wirklich weg müssen, ne? Vorher konnten die noch sagen, ja, ich verkämpfe mich ein bisschen. Jetzt kriegen sie alle das Rennen. Jetzt müssen sie raus. Und die müssen alle an der Polizeistation vorbei. Ja, man kann da auch seitlich weggehen, aber. Wie weit ich einfach vom Auto weggespawnt bin, nachdem ich gerade ausgestiegen bin. Ja, wir wollen Abstand von dir haben. Boah, auf dem Radar, ey, das sinkt aber ziemlich schnell, ne? Ja, das gibt schon ordentlich Gas auf dem Radar. Auch wenn das gar nicht so extrem schnell ist. Also man kann da noch locker rauslaufen. Habe ich überhaupt First Aid Kit? Ich habe kein einziges First Aid Kit. Jetzt hängen sie bestimmt alle in der Farm ab. Ja, wird auf jeden Fall bei Bootjigs hinkommen, sag ich. Ja. Also dort bei dem Fluss. Na, ja, ist nicht gesagt, aber schauen wir mal. Oder es vielleicht geht's noch mal nach unten. Links unten. Links unten war es noch. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Was, du meinst B7 oder was? Ja. Mal schauen, gucken wir jetzt. 3, 2, 1. Oh, Bumschicks ist raus. Ja, Bumschicks ist raus. Geil. Und wir können immer noch hier hocken bleiben. Aber wir sind direkt unterhalb von der Kurve da. Ja, ja. Oder? Ja. Ja, wir müssen bloß aufpassen. Irgendwann kommen sie alle hierher. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute noch bei Hemingway waren. Ah, dann machen wir nachher. Ratatatatata. Genau. Dann packt ihr alle eure Waffen aus. Ohne Scheiß, ich guck mich mal um hier jetzt. Tschüss, Hero, war schön aber mit dir. Aber nicht zu offensichtlich. Er ist tot. Genau, Hero, geh du weg, du bist das Kanonenfutter. Du bist der neue MG. Er kann die sich Karre sieht man echt kein bisschen von dir, ey. Steht halt gut im Busch, ne? Die Büsche sind super. Die müssen doch jetzt theoretisch alle von da hinten auch angerannt kommen, oder nicht? Ja, die können aber auch von Hemingway. Und er hat sich einen Headshot gefangen. Das sagst du immer, mir ist noch nie was passiert, wenn ich auf Erkundung gehe. Aha. Ja. Denkt er da so scheiße an der Scheibe. Ja, winkt er noch so ein bisschen. Oh. Wie ich immer, wenn die Leute den Zug nicht mehr kriegen, dann winke ich immer. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Du kannst so ein richtig kleines Arschloch sein, Flash, weißt du das? Da kann ich nur, ist es. In vielen Situationen ist es. Mache ich jedes Mal. Und wie man gar nichts sieht von Heroes Beschädigung. So manchmal klopfe ich sogar noch am Fenster, damit er auch wirklich guckt. Und dann winke ich jetzt. Wie assi, Alter. Oh, ja, ja. Hey, da hat irgendwer das Radio geklaut. Siehst du das? Wurde rausgezogen, oder was?
Ist weg. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh shit. Jetzt. Okay, jetzt treffen sie alle da so. Der hat auch Double Kill gemacht mit der AK. Hab wieder Double Kill mit der AK. Und der erste Toxic am Gas. Gas? Ja, die sind bestimmt im Team zugelaufen. Noch einer am Gas. Ah, der mit dem Double Kill. Double Kill ja. Wie gut. Seine AK ist weg. Ja. Oh Mann, oh Mann. Die AK ist auch nur für den Nahkampf geil, oder? Nee, auf Autos und so ist die immer. Ja. Ah, da vorne sieht man es grün jetzt. Das sieht man die ganze Zeit schon da hinten. Ja. Ja, es wird jetzt ziemlich nahe kommen, wahrscheinlich. Ja, geht, ne? Bisschen Platz haben wir noch. Kommt ein Airdrop. Wo ist die Frage? Ja. Ost, Südost. Ah, da hinten, ja. Vielleicht sogar Südost. Mhm. Ja, hoffentlich stehen wir dann, hoffentlich fällt er genau bei uns runter. Ja, der fällt irgendwo hinter uns, definitiv. Hat er was gehört? Hier? Aber umso besser, sollen die sich dort bekriegen. Ja, ja. Ja, du bist nie verkehrt. Jetzt kommen sie alle, jetzt rennen sie alle von der Farm weg und kommen in unsere Richtung. Ja. Nee, ich glaube, die rennen eher, wenn dann Richtung Airdrop jetzt. Die meisten. Ja, entweder, ich würde mal sagen, die werden alle Richtung C7 laufen jetzt. Naja, so in die Richtung. C7, hier kann oder aber auch B7 werden. Oder die kommen hier über den Hügel, das kann auch sein, rechts. Ja, die können ja eigentlich jetzt von allen Richtungen. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Ich steige ein. Der fährt weiter. Fett, der hat uns nicht vor uns, gesehen. Vor uns. Der hat uns auch nicht gesehen. Ja. Aber im Auge behalten, Bayern, ne? Ja, bin gerade dabei. Der fährt die Straße ein Stück hoch. Ja, der fährt dann. Der jetzt fährt ist er aus Wand. Meinem Blickfeld raus. Bei mir auch. Da hinten ist er. Links, nördlich, genau. Am Rand. Ja. Jetzt, genau, guckt, aber jetzt guckt aber nicht alle aufs Auto. Nee, geht ja gar nicht. Nur Bayer und ich können da hingucken. Ihr könnt ja nur nach hinten gucken. Jetzt fährt gucken. Er rechts wieder auf die Straße und kommt wieder her. Ja, schauen wir mal, ob der wirklich herkommt. Er bleibt da erstmal stehen, so wie es aussieht. Am Baum da. Nächstes? Am Baum ist der gerade. Der Drop runter, ganz gemütlich. Weil wir können stehen bleiben. Oh, rechts fährt er jetzt hoch. Oh, ey, wir sollten uns hier jetzt ordentlich verschanzen, ey. Ja. Die Fläche ist schon viel zu klein. Jeder in einem Busch oder so. Deckung, das ist das Problem. Wir haben ja kaum Deckung, ja. Wir sollten uns ein Eck suchen, wo wir mehr Deckung haben. Aber wo? Ja, go. Ja, ist eine gute Frage, gell? Fahr doch mal rechts die Straße jetzt lang da. Oder so. So extrem weit können wir die gar nicht lang fahren, aber schon ein Stück. Oder es würde ja auch reichen, wenn wir dann. Pass auf, jetzt kommen wir über die Hügelkuppe rüber und sind tot. Also wenn wir uns einfach hier irgendwo verschanzen, so? Dass wir alles sehen können, weißt du? Irgendwo das dann Auto entstehen da hier? Auf der anderen Seite den Hügel hier rechts, oder? Auf der anderen Seite vom Wasser den Hügel. Da mit den Büschen? Ja, ich weiß nicht, ob da jemand ist, aber... Fahren wir einfach einmal durch die Büsche zur Sicherheit? Ja. Schönen Schlangenlinien, damit die nicht irgendwie ausweichen in letzter Sekunde. Ups, Baum. Der Hügel hier auch noch drin? Der ist drin, der ist drin. Jetzt kommt ein Flugzeug. Der Schatten war gefährlich, aber das Flugzeug war ein bisschen weit südlich. Das passt schon. Dann lass hier aus dem Auto raus und dann jeder einen Busch und gucken wir mal, was passiert. Ich tendiere nicht zum Busch, ich tendiere eher zum Baum. Ich hocke mich hier vorne am Baum ran. Ich bin bei Fresh herüben. Ja, irgendwer läuft neben mir, wollte ich gerade sagen. Ich leg mal den Helm ab, das ist zu, bringt eh nichts. Auf C hocke ich mich hin und auf Z hinlegen. Ja. Genau. Hauptsache, wir sind hier auch sicher genug, dass wir hier noch in der Safe Zone sind. Also in der Safe Zone sind wir. Ja, die Frage ist, wie lange? Ja, das weiß ich nicht, aber zur Not steht da halt noch das Auto, ne? Ich sehe das Auto gerade gar nicht mehr, wo steht denn das? Ach, da vorne, ich sehe es, rechts von uns. Also ich gucke nach Nordwesten. So. Ich schaue nach Norden, aber da ist nur Baum. Im Osten fuhr gerade ein Auto über Wasser, aber das war ganz weit hinten. Ich guck so Süd-Südosten. 500 Meter. Vielleicht explodiert das jetzt mit dem Bomben. 15, ne? Naja, es sind noch 10 Leute. Ja. Die wir umnieten müssen. Geht doch. Zwei Teams. Wahrscheinlich nicht mal das. Denn das naja.
Pass mal auf, wir überleben die Runde, ohne einen getötet zu haben. Meinst du, diesmal zu fünf die Zeit ablaufen lassen? Mit Sicherheit nicht. Ja, die letzten zwei in der anderen Folge, die haben sich ja auch gegenseitig umgehauen. Ja. Na, erstmal kommt jetzt neues Gas. Ja. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Fluss, gell, in der Biegung wahrscheinlich, da genau in dem. Ja, Punkt kurz sind. Nach der Biegung unten halt quasi. Ja, wir sind ja kurz nach diesem kleinen Wasserding. Naja. Also das Gas müsste hinter dem Hügel tatsächlich stehen bleiben. Flugzeug ist auch weit genug weg noch. Alles gut mit dem Bomben? Noch. Ja. Das ist so krank, dass man hier niemanden sieht. Ne? Das kann doch gar nicht sein, ey. Ja, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir gleich früher, als wir wollen, Leute. Ja, lass hier erstmal so ein Fünfer. Lass erstmal so ein Fünfer-Team hier ankommen. Ich glaube nicht, dass noch ein Fünfer-Team vollzählig ist, außer unserem, aber. Vielleicht campen genau. Die anderen genau hinterm Hügel zu fünft. Ja, ja. Auf dem Hügel. Oder auf dem Hügel und denken sich, oh, hier oben sind wir safe, hier sehen wir alle. Und wir denken uns, oh, hier unten sieht uns keiner, hier sind wir safe. Ja, vor allen Dingen sein, dass der erzählt neues hat, Gas? Dass okay, wir müssen ein Stück nach Osten. Osten. An die Richtung. Sollen wir das Auto Scheiße. Nehmen? Wo ist denn das Auto? Fahr ich dich platt, Alter. Oh, Alter. Ja, komm, ich bin noch stehen geblieben. Seid ihr alle dran, Bayer? Nee, einer fehlt noch. Ja, jetzt. Obwohl das natürlich jetzt die übelste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, aber das ist auch... Ah, vor uns ist ein Auto. Wo? Ein Jeep. Aussteigen. Ah, hier. Hinterm Hügel. Nee. Vor uns hinterm Hügel. Ja gut, dass man nichts sieht von hinten, gell? Ja, total. Ich sehe den immer noch nicht. Ich sehe den noch nicht. Ah, da. Rechte Seite, da ist ein Auto. Oh, Typ vor uns direkt. Zwei. Ich kann nichts sehen und es wird geschossen. Einen überfahren. Ich blute. Oh, ich bin tot. Ah, Bayer ist tot. Ich auch. Hero auch, fuck. Fuck. Okay, dann war's das für meine Folge. Ich lebe fürs Zuschauen. Ciao. Lass mal hier aussteigen. Auto lassen wir stehen. Ja, wir hätten vorher aussteigen sollen. Fuck, auf uns wird geschossen. Verbindet euch, wenn ihr blutet oder so? Ich blute nicht. Alf hier? Ja, ich blute, aber ich verbinde mich. Okay. Die machen sich jetzt gegenseitig fertig, weil es hat noch jemand auf uns geschossen. Hoffentlich. Ich würde ein bisschen weiter nach links. Das Auto die, haben das, die haben das Auto kaputt gemacht. Es schwebt durch die Luft. Die schießen jetzt einfach random auf die Büsche. Ja, ich sitze in so einem Baum. Ich hab da. Ja, ich sitze direkt Problem neben dir. Aber nicht ganz, also ich sitze nicht hinterm Baum. Ich bin links von Alex. Ich bin rechts von Alex. Ah, da ja, aber das sah aus, als ob das wirklich noch ein komplettes Team ist. Ja, die waren auf jeden Fall zwei oder drei mindestens. Einen habe ich überfahren. Drei habe ich gesehen. Einen habe ich direkt anvisiert und der hat sich auch nicht bewegt. Die Pistole nehmen. AK leer oder was? Ja, fast leer. Warte, ich kann hier noch ein bisschen Moon droppen. Irgendwo hier waren Molotov. Ich komme mal zu dir im Busch und drop die Moon. Hier haben wir noch ein bisschen AK. 25, reicht das wieder? Ja, auf jeden Fall. Gut. Was, danke. Ja. Hinten läuft einer auf der Straße. Ja, ich sehe ihn auch. Wo hinten? Nordwestlich. Jetzt hinter dem Baum da. Zwei sind da. Da sitzt, glaube ich, noch ein dritter hinten am Hang, oder wenn ich das richtig sehe. Zwei waren es definitiv. Ja, ich sehe ihn. Der läuft, ja. Ja, da sind aber zwei. Da hinten liegt noch einer. Ja. Oh, fuck, ey. 10 Sekunden kommt das Gas. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir safe sind. Wenn nicht, Richtung West-Südwesten weglaufen. Ich glaube nicht, dass wir safe sind. Schauen wir mal, würde ich sagen. Schauen ja, wir guck mal auf die Karte. Ja, ich das weiß. Das könnte ganz knapp werden. Aber ich glaub's nicht. Nee, wir sind zu nah an der Straße, glaube ich. Aber wir sehen's ja, wenn das Gas kommt. Nee, das kommt. Oh Mann. Ja, es kommt. Ich renn schon mal vor. Ja, der hinten rennt immer noch auf der Straße. Der ist ziemlich sicher.
Ah, ich krieg Schaden. Komm zu mir rüber. Hier ist gerade noch safe. Ist schon wieder Schaden. Ich kann mal hier weiter. Hau mir erstmal mein Medikit rein. Seid an der Grenze, oder was? Ja. Das ging fix. Ja, wir haben unsere neues Gas. Glorreiche. Unten ist das Gas, also wir könnten safe sein, ich bin mir nicht sicher. Er wird geschossen auf uns. Auf uns? Oh, Fink fuck! Ich wurde getroffen. Ich lieg. Die sehen mich nicht. Auf uns? Ich wurde getroffen. Was zum Geier. Wir haben unsere goldene Regel verletzt. Welche? In den letzten Runden ohne Auto. Komm, drei sind's. Drei? Kommen die auf uns zu, fuck. Ja. Wie viel seid ihr noch? Drei. Nee, insgesamt. 12. Du hast doch noch einiges los. Wir laufen oben links an der Straße lang Richtung Westen. Okay, ja, dann wollen die, glaub, wollen die mich zuerst. Bleiben. Wir können hier bleiben. Ich komme mal wieder zurück zu euch. Komm, Alfie, sag deinen berühmten Satz. Da ist noch einer. Die schießen links auf mich immer noch. Im Norden irgendwo. Ich sehe den aber nicht. Was, das geht sich aus? Also die kommen von links runter. Ja, ich sehe einen. Die sitzen hinterm Baum. Da hinten links läuft einer. Ich sehe den nicht. Kommt ein Flugzeug. Das wäre so nice, wenn die Bomben die jetzt tot machen. Einer ist am Airdrop. Wo ist denn der Airdrop eigentlich? Nordnordwestlich. Ich bin tot. Headshot gekriegt. Ah, fuck. Sind die. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auch bei den anderen vorbei. Bis dahin. Ciao. Ciao.